Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz, wie immer am Sonntag. Wann soll es sonst sein? So viele Feiertage gibt es ja nicht, dass ich das am Montag machen kann. Ja, ganz, ganz langsam rücken die Sommerferien in greifbare Nähe. Ab 5.7. geht es ja schon mal los. Das ist, glaube ich, am Donnerstag und die Sommerferien gehen dieses Jahr bis zum 18.8. Da werden sich dann viele Familien auf die Reise begeben und so richtig schön ihre Ferien halt genießen. Mal sehen, was dann so kommt, ob der Sommer auch wieder eintrifft. Denn wir haben ja dieses Wochenende wirklich mal Glück gehabt, dass es hier in Borkheide mal ein bisschen geregnet hat. Die Regentonnen sind voll. Mal sehen, wie lange das anhält. Matze wird uns ja nachher noch was zu dem Wetter sagen. Die Waldbrandwarnstufe ist jetzt endlich mal wieder auf ein normales Maß zurückgestuft worden. Wir haben jetzt für Potsdam-Mittelmark die Warnstufe 1. Nichtsdestotrotz, der Sommer kommt wieder. Und die Ergebnisse der letzten Hitzeperiode habe ich euch mal hier so mit reingepackt. Es ist deutlich zu sehen, dass es den Wäldern hier nicht sehr gut bekommen ist. Und die Einsatzstatistiken der Feuerwehr sprechen eine eigene Sprache. Ich hoffe doch, dass die Wälder wieder irgendwie ein bisschen grün werden. Aber man kann sehen, dass sie sehr, sehr gelitten haben. Hoffentlich sind die nicht tot und erholen sich nochmal wieder. So, dann nochmal zurück zum der besondere Abend, zum 20-jährigen Jubiläum am letzten Sonntag. Wir haben ja schon eine Sondersendung davon gemacht. Ich schaue mal hier auf mein Skript. Alle die, die da waren, haben das höchstwahrscheinlich sehr, sehr genossen und die, die sich da unser Video hier angetan haben, doch mit einer sehr großen Länge von 1,5 Stunden, haben sich den Spaß schon mal mit antun können. Hier machen wir nochmal einen ganz kurzen Abriss dieses Highlights mit Lulo Reinhardt und Daniel Stelter am Hotel Fliegerheim. Danke Edda, danke der Gemeinde Borkheide und natürlich dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, dass es diese Veranstaltung hier mittlerweile seit 20 Jahren gibt und hoffen wir, dass es noch lange Jahre so weitergehen kann. Dieses Highlight gibt es halt nicht in vielen, vielen kleinen Orten. Dafür muss man sonst schon mal in eine Großstadt fahren. So, Film ab. Viel Spaß euch. So, Edda, gleich geht's los. Aufgeregt? Ja, ich bin immer aufgeregt, als ob ich selber auf der Bühne stehen müsste. Aber ich freue mich gleichermaßen, wie ich aufgeregt bin, freue ich mich auf die beiden Musiker. Die sind ganz wunderbar. Thank you.
Ja, das war das kurze Video zu 20 Jahre, zur Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre der besondere Abend. Die nächste Veranstaltung der besondere Abend findet voraussichtlich im September statt. Die nächste Veranstaltung, die hier, das nächste Highlight, steht hier schon in den Startlöchern und wirft große Schatten voraus. Das Baum und Borke Open Air 2018 am 4.8.2018 auf dem alten Flugplatz in Borkheide. Am Start sind 8 Bands. Es gibt ein buntes Kinderprogramm, Lesungen, einen regionalen Foodmarkt und Aussteller aus Berlin und Brandenburg. Vorher jedoch findet am Freitag, und zwar jetzt nächste kommende Woche Freitag, ab 21 Uhr eine offizielle Warm-up-Party für das Open-Air-Event des Jahres in der Region statt. Make Borkheide Great Again meets Baum und Borke mit einer 80-90-Jahre-Party wollen die Macher des Open-Airs Interessierte aller Altersklassen einladen, sich für den Event in Stimmung zu bringen, für das Event. Stattfinden tut das natürlich im Jugendclub. Es spielen oder legen auf DJ Fab und DJ Torritoralfuß. Ja, man stotter ich hier wieder mal rum. Bekannt von den Events des Open-Air-Veranstalters Tumult e.V. aus Potsdam. Die möchten dafür sorgen, dass die Tanzbeine geschwungen werden. Und für alle Besucher gibt es an diesem Tag nochmal die Möglichkeit, Tickets zum Sonderpreis zu erwerben und mit den Machern direkt ins Gespräch zu kommen. Es gibt übrigens auch Vorverkaufsstellen für diese Veranstaltung, also für das Open Air. Das sind unter anderem die Gaststätte am Waldbad, Borkheide, Post- und Elektroanlagen Bimberg, das Kabarett Koschuweit in Potsdam, Hafthornkneipe in Potsdam, Tremuschi Inc. Berlin, Revaler Straße 12. Und Koka 36 ebenfalls in Berlin und natürlich hier unter dieser Adresse www.baum-und-borke-openair.de. So, kommen wir zum Sport. Auch der SV 90 hat noch eine Information rausgegeben. Die Turnhalle der Hans-Grade-Grundschule Borkheide ist in der 26. Kalenderwoche gesperrt. Wie aus dem Sekretariat der Schule zu erfahren war, wird die Turnhalle der Hans-Grade-Grundschule Borkheide für den Vereinssport im Zeitraum von Montag, den 25.06., also ab morgen, bis zum 29.06.2018 gesperrt. Die Grundschule Borkheide führt in dieser Woche die Projektwoche durch. So, dann Fußball war gewesen. Ihr habt es alle mitbekommen. Viele waren in der VIP-Lounge in der Gaststätte am Waldbad unterwegs gewesen. Deutschland hat es mit die Mannschaft mal wieder geschafft, in den letzten Sekunden des Matches Schweden den Sieg zu vermasseln und sich die Scham der vorzeitigen Heimreise zu ersparen. Auch wenn es ein durchaus ansehbares Match war, haben sich die Mannschaft bis dato nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Da drücken wir Ihnen jedenfalls die Daumen. Sie dürfen ja jetzt erstmal weitermachen, dass die Public Viewing-Plätze für uns noch eine Weile, die Gaststätten sich die Public Viewing-Plätze noch mit fiebernden Fußballbegeisterten füllen können. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zum Wetter. Matze, was hast du uns dazu zu sagen? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Jetzt ein schnelles Wetter. Es steht 5 zu 0 für England. Gleich geht es wieder an die Glotze. Dann schauen wir weiter, was da noch rauskommt. Irgendwie sieht es aus wie ein Durchmarsch bei England. Naja, haben sie auch verdient. Sie kämpfen auch dafür. Wetter. In der kommenden Woche, es wird ein bisschen besser. Also das Wetter, was wir gerade haben, ist, glaube ich, das Wetter, was für Deutschland gewesen wäre, wenn sie rausgeflogen wären. Aber da hat sich das Wetter getäuscht. Es geht weiter und deswegen kommt auch wieder der Sonnenschein Anfang der Woche zurück. Es wird ein wenig windig sein und bis zum Mittwoch wird das Wetter wahrscheinlich so anhalten, ein bisschen durchwachsen. Ja, aber es passt schon. Es ist besser als am Wochenende jetzt. Am Donnerstag könnte es wahrscheinlich wieder regnen, aber auch ein kleiner Regenschauer zwischendurch ist natürlich notwendig für uns. Jo, ansonsten würde ich sagen, auf in die nächste Woche, drücken wir Deutschland die Daumen, dass sie gewinnen und dass ich nicht wieder dieses Gesicht hier aufziehen muss, sondern eher so ein grinsendes. Bis denn, schöne Woche, ciao. Ja, super, danke Matze. Also das mit dem Sommer könnte dann zu den Ferien wieder gut klappen. Sobald die Sommerferien da sind, haben wir hier auch wieder schön warmes Wetter. So, das soll es für heute gewesen sein, kurz und knapp mal. Wir haben ja eh schon genug Themen immer in den letzten Wochen gehabt. Ich wünsche euch jedenfalls allen eine wunderschöne
Woche und dann ab übernächste Woche schöne Ferien. Aber da kommen wir dann nochmal zu. Bis dahin alles Gute hier von bei Borgheide News TV, euer Lutze und tschüss.